Die Idee von Urheberrecht hat sich im 19. Jahrhundert manifestiert. Der Schriftsteller sollte von seiner kreativen Leistung leben können. Nach und nach wuchs das Bewusstsein davon, dass Künstler aller Sparten ein Anrecht auf Beteiligung an dem Geld haben, das mit der Vervielfältigung ihrer Arbeit erwirtschaftet wird. Mit dem Fortschritt der Technik änderten sich die Anforderungen an das Urheberrecht. Kopien bedurften eines Kopiergeräts, Mitschnitte am Radio, eines Kassettenrekorders und einzelner Kassetten, Mitschnitte am Fernsehen, eines Videorekorders und Videokassetten. Der Gesetzgeber lässt die Urheber dieser kopierten Werke von der Vervielfältigung profitieren. Er erhebt Abgaben auf Kopiergeräte aller Art und auf die sogenannten Datenträger, wie beispielsweise CDs. Auf die Künstler verteilt werden diese Abgaben durch sogenannte Verwertungsgesellschaften. Bei öffentlichen Aufführungen, beispielsweise das Abspielen von Musik in Clubs oder im Radio, werden zum Beispiel Abgaben an die GEMA fällig. Sie verteilt die Einnahmen aus diesen Abgaben nach einem speziellen Schlüssel auf ihre Mitglieder. Allerdings ist nicht nur ihr hoher Verwaltungsaufwand umstritten. Soweit so relativ überschaubar. Mit dem Siegeszug der digitalen Technik ist es mit dieser Überschaubarkeit vorbei. Das Urheberrecht ist zu einem Gebiet geworden, das auf einmal alle Menschen angeht. Warum? Das Internet ist nicht nur ein neues Medium neben den herkömmlichen Medien wie Buch, Zeitung, Radio oder Fernseher. Es nimmt quasi alle Medien in sich auf. Das Internet bietet die einmalige Chance, Bildung und Kultur für möglichst viele Menschen weltweit zur Verfügung zu stellen und lässt Produzenten und Konsumenten interagieren. Der freie Fluss der Information macht das Leben für die Menschen erst einmal leichter. Über Computer, E-Mail, Smartphones können Inhalte heute fast überall abgerufen werden. Doch die meisten Inhalte, die offen im Netz zirkulieren, sind urheberrechtlich geschützt. Wer Schriftsteller, Journalist, Musiker, Fotograf, Grafiker, Regisseur ist, soll auch für seine Arbeit entlohnt werden, bestenfalls von ihr leben können. Doch wie soll das gehen, wenn die Arbeit eines Urhebers mit wenigen Klicks kopiert und in alle Welt versendet werden kann? Stehen wir vor der Rückkehr des armen Poeten, wie ihn Spitzweg gemalt hat? Wird der Beruf des Journalisten, des Autoren, Komponisten, Musikers, Filmregisseurs entprofessionalisiert? Das ist die große Sorge der Urheber. Viele fühlen sich im Netz nicht mehr wertgeschätzt. Sie beklagen, dass ihre Leistung nicht anerkannt wird, weil zu wenige Nutzer bereit seien, angemessen dafür zu bezahlen. Die Urheber teilen diese Sorge mit den sogenannten Verwertern, der Musik- und Filmindustrie beispielsweise, die sich durch unerlaubtes Kopieren geschädigt sieht. Doch auch viele Menschen im Netz machen sich Sorgen. Kann der freie Fluss an Informationen im Netz aufrechterhalten werden, wenn Rechtsunsicherheit darüber besteht, was man legal verbreiten darf und was nicht? Und vor allen Dingen, wenn mit drakonischen Maßnahmen dagegen vorgegangen wird? Manche Juristen und Netzaktivisten sprechen schon von einer Abmahnindustrie. Aber auch der Versuch, Bezahlschranken im Netz zu errichten, beispielsweise Artikel von Zeitungen nur gegen Gebühr zu versehen, wird von Netzaktivisten kritisch gesehen. Steht er doch der Idee, dass das Internet alle mit allem verbindet und jeder das gleiche Recht auf Inhalte hat, eigentlich entgegen? Wir sehen. Grundsätzlich gibt es im Urheberrecht drei Mitspieler. Urheber, Verwerter und die Allgemeinheit. Zwischen ihren Interessen muss ein Ausgleich geschaffen werden. Politiker aller Parteien fordern eine Stärkung der Rechte der Urheber. Aber braucht es dafür eine gesetzlich geregelte Abgabe? Manche Internetaktivisten sagen nein, sie propagieren den freien Zugang aller zu allem. Doch dieses Modell ist schwer zu übertragen auf Firmen und Einzelpersonen, die von ihrer Arbeit leben müssen. Das sogenannte Crowdfunding, also das Sammeln von Spenden im Netz, steckt noch in den Kinderschuhen. Auch Social Payment, also die Zahlung kleiner Beiträge durch viele Nutzer auf freiwilliger Basis, hat sich noch nicht durchgesetzt. Gesucht wird also eine Möglichkeit, wie im Netz Geld verdient werden kann, ohne dass der freie Fluss der Informationen gestört wird. Die Frage ist nur wie. Am intensivsten diskutiert wird eine Kulturflatrate. Das wäre eine gesetzliche Pauschalabgabe auf alle schnellen Internetanschlüsse. Über eine Verwertungsgesellschaft könnten die Einnahmen aus dieser Abgabe auf alle Urheber und auch Verwerter verteilt werden. Eine andere Möglichkeit, die Kulturwertmark. Hier soll der einzelne Nutzer mitbestimmen, welcher Künstler oder Autor in den Genuss seiner Abgabe kommen soll. Bei allen Verfahren muss aber noch erprobt werden, wie ein fairer Verteilungsschlüssel funktionieren könnte. Wie geht es also weiter im Urheberrecht? Wahrscheinlich wird es nicht nur das eine wahre Modell für alle Fälle geben. Es muss noch ausgehandelt werden, ob pro Abruf durch spezielle Anbieterdienste, ob per Kulturflatrate, Verwertertantiemen, freiwillige Spenden oder eine Kombination aus allem.
Eine andere Alternative ist, dass immer mehr Menschen teilen wollen, weil es ihnen das wert ist und die weitere Ausdifferenzierung der Creative Commons fordern, mit der es schon jetzt möglich ist, Werke unterschiedlich frei zu verbreiten. Wir wissen eines. Wir brauchen eine Reform, die weder die einen kriminalisiert, noch die anderen um ihren Broterwerb bringt.